So, Flash Games. Let's go. In den 2000ern aufgewachsen und kennst das nicht? Oder das? Dann ist irgendetwas falsch mit deiner Kindheit, Bro. Ich kenn's, glaube ich, wirklich oder nicht. Oder das? Nein, das kenne ich nicht. Kennt ihr das? Ich kenne das Spiel nicht. Dann ist irgendetwas falsch mit deiner Kindheit, Bro. Wir waren alle mal jung und abhängig von unseren Eltern, wenn es um Videospiele geht. Ich durfte damals Super Smash Bros. Brawl zum Beispiel nicht haben. Ich musste wirklich warten, bis ich 12 war, damit meine Mom es mir kauft, während alle auf dem Pausenhof schon darüber geredet haben. Man geht also an den Windows XP-Rechner, der im Wohnzimmer steht, und sucht anderweitig Hilfe. Flash Games. Das sind Spiele, die mit dem Programm Adobe Flash programmiert wurden und das Internet im Sturm erobert haben. Das habe ich gezockt, ja. Hier, das habe ich gezockt. Sonic. Einfach nur hier so hin und her rennen, dann kommt immer mal ein Looping mit rein. Das habe ich gezockt. Leider stehen wir vor einem historischen Moment, denn Adobe hört offiziell auf, Flash zu unterstützen. Ich habe immer auf Spielaffe zum Beispiel, habe ich immer dieses Dart gespielt. Da war so ein Affe, der hat so ein Dart-Pfeil und da kannst du so Bloons. Bloons hieß das damals. Ich glaube, das hieß Bloons. Der hat die Luftballons kaputt gemacht. Das war geil. Und aus Tanker wurde jetzt Shellshock. Dieses Jahr hier zu Ende geht. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das Jahr ist schon ziemlich bald zu Ende. Wir wollen also nochmal eine Reise in die Vergangenheit wagen und schauen, wie aus Flash Games so eine große Sache werden konnte und wieso sie den Test der Zeit leider nicht schaffen konnten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Es ist nicht nur so, dass Adobe den Flash Player ab dem neuen Jahr nicht mehr zum Download anbietet oder so. Sie blockieren alle Inhalte, die auf Flash aufbauen. Das bedeutet, der Titel des Videos hier ist keine Übertreibung. Die Flash Games sind wirklich kurz vor ihrem Tod. Aber wie hat das alles angefangen? Flash ist im Jahre 1996 rausgekommen. Es ist nicht so, dass man... Das ist so traurig. Wobei, mich juckt das eigentlich gar nicht so an sich. Aber damals habe ich in der Schule, da gab es doch immer diese ganzen Filter. Und da konntest du ja keine Spiele spielen. Und die haben uns immer gerettet. Flash Games haben mich immer gerettet. Immer. Ich konnte dann immer drauf zocken. Weil unsere Schulcomputer hatten trotzdem den Adobe Flash Player drauf. Und dann musstest du bloß noch auf Zulassen klicken, wenn du auf Spiele gegangen bist. Und dann ging das. Mit diesem Programm hauptsächlich Spiele machen konnte. Es war ein Allrounder-Paket, das hauptsächlich dazu da war, Animationen zu erstellen. Bevor Flash existierte, musste man seine Spiele kompliziert coden, was für einen Otto-Normalverbraucher viel zu kompliziert zu erlernen war. Mit Flash konnte man relativ leicht Animationen erstellen und anhand dieser Spiele entwickeln. Es war eine so leichte Methode, wie es sie davor noch nie gegeben hat, weshalb Flash-Game-Seiten förmlich aus dem Boden sprießen. Das erste und ich würde auch sagen, das bis heute bekannteste Portal für solche Werke ist Newgrounds. Newgrounds war das erste Portal, auf dem Jahr seine Habe ich nie gespielt. Auf Newgrounds habe ich, glaube ich, nie gespielt. Ich habe immer jetzt spielen oder Spielaffe gespielt. Und dann gab es, dachte ich, noch irgendwas mit Y8 Games. Weiß ich aber jetzt gerade nicht. Eigenen Flash Games und Flash Animationen hochladen konnte und wuchs deshalb so schnell wie der Hype um die Flash Games selber. Man könnte sagen, dass Newgrounds quasi der Vater von alten Dragon Ball Animationen auf YouTube ist. Und ich weiß nicht wieso, aber ich verspüre direkt Nostalgie, wenn ich auf Newgrounds bin, obwohl ich da früher gar nicht so aktiv war. Die Seite versprüht irgendwie so einen seltsamen Charme, den ich aber irgendwie super nice finde, keine Ahnung. Hier in Deutschland ist es wohl klar, dass der größte Vertreter der Flash-Game-Landschaft wohl der spielende Affe sein muss. Jeder Mensch aus diesem Land, der zur Zeit des Internets aufgewachsen ist, war schon mal auf dieser Internetseite, oh mein Gott. Schön zu sehen ist es aber, dass die Seite wirklich noch bis heute mit brandneuen Games befüllt wird. Kennt ihr schon Space Rush, das neue Among Us Flash-Game? Es hat nicht wirklich irgendetwas mit Among Us zu tun, ist einfach irgendein random Endless Runner, aber es sind die Among Us Astronauten. Hä? Junge, das Ding ist immer noch im Hype. Spiel dafür ist immer noch im Hype, wie wild. Nauten. Da hätte man auch, denke ich, schon mal das größte Problem mit Flash Games. Die sind meistens gar nicht mal so gut. Und das wisst ihr, was ich auch gezockt habe? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr Kickende Köpfe? Das ist so ein Spiel, da hast du einen großen Kopf und dann musst du immer den Ball immer ans gegnerische Tor bringen. Aber das ist bloß so ein 2D-animiertes Spiel. Keine Ahnung. Das eines Tages zeige ich euch. Das Ding ist aber, dass die Tatsache wieder ausgleicht, dass es so unglaublich viele von ihnen gibt. Wenn einem eins keinen Spaß mehr macht oder es einfach zu scheiße ist, dann kann man einfach direkt zum nächsten gehen. Sie sind eh umsonst, deshalb warum nicht? Wenn ich mir Mario Galaxy kaufe und ich es nicht mag, dann bin ich am Arsch. Ich muss dann erstmal wieder Geld bezahlen, um mir ein anderes Spiel zu kaufen, das ich dann eventuell mag. Wenn mir Super Mario Flash 2 keinen Spaß mehr macht, dann scheiß drauf. Dann spiele ich halt Super Mario Flash Forever oder Mario Roller, was einfach Mario Kart 64 zu sein scheint. Mario hat genug vom Zu-Fuß-Gehen und hat sich deshalb einen Scooter gekauft. Achso, na dann. Ein großes Problem ist auf jeden Fall ebenfalls, dass viele Flash-Games einfach dasselbe, nur in irgendwie abgewandelt sind. Es gibt 20.000 Spiele, bei denen man irgendwelchen Mädchen Pickel ausdrücken muss. Oh ja, Mann. So oft. Nee, nicht Pickel ausdrücken. Aber diese ganzen Friseur-Dinger. Alter, wie viele Spiele es da in der Hinsicht gab. Das ist so lost eigentlich. Das ist schon Wahnsinn.
Alter, das waren geile Zeiten, Alter. Wirklich richtig geile Zeiten. Warum? Ich denke auch, dass sogar solch harmlos wirkenden Spiele unser Bild von Schönheit nachhaltig. Tausende Shooter und so weiter und Alpha Kevin Candy. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie Shooter-Games bei sowas gezockt, weil die Qualität dort immer so scheiße war. Und das Spiel hat auch nie Sinn für mich ergeben. Keine Ahnung, habe ich nie gezockt. Beeinflusst nun dazu führen, dass wir meinen, uns immer weiter perfektionieren zu müssen. Also wenn du so aussiehst, dann solltest du auf Schönheit scheißen und einfach einen Arzt aufsuchen. Es gibt PC-Zerstören, klar, aber kennt ihr auch das bekannte und lange erwartete Sequel PC-Zerstören 2? Wow, es gibt Abenteuerspiele! Unter anderem Feuer und Wasser, Feuer und Wasser 2 und Feuer und Wasser 4. Feuer und Wasser 3 war leider zu scheiße, um unter Abenteuerspiele gelistet zu werden. Man findet es stattdessen bei Jump'n'Run-Spiele. All diese Feuer- und Wasserspiele sind übrigens immer 12 Millionen Mal gespielt. Junge, der Hype ist real. 13 Millionen Mal gespielt. Was ist das für ein übertriebener Hype? Junge. Zu werden. Man findet es stattdessen bei Jump'n'Run-Spiele. All diese Feuer- und Wasserspiele sind übrigens immer fast genau dasselbe, nur dass es irgendwie immer so ein paar kleine Änderungen gibt. Oh. Wenn man sich in die Tiefen von Flashgame-Seiten begibt, merkt man erst, wie verdammt cursed das alles ist. Ach, und habt ihr schon das neueste Corona-Flashgame gespielt? Es gibt aber natürlich auch Flash-Games, die gar nicht mal so scheiße sind und sich deshalb zu wirklich großen Marken entwickelt haben. Bloons Tower Defense zum Beispiel, was heutzutage einer der größten Mobile-Marken ist, hatte seinen Start als Flash-Game. Super Meat Boy, eines der bekanntesten Indie-Games aller Zeiten, hat ebenfalls als Flash-Game gestartet und es ist einfach krass zu sehen, wie weit es solche Spiele bringen können. Ein Spiel, okay, bei dem ich aber selbst ein wenig schockiert war, als ich erfahren habe, dass es ebenfalls Flash entsprungen ist, ist The Binding of Isaac. Wenn man das Spiel googelt, steht einfach direkt, dass das Spiel durch die Adobe Flash... Habe ich auch noch nie gespielt. Moorhuhn? Nee, aber Moorhuhn ist doch kein... Moorhuhn habe ich auch nicht weiter drauf gespielt. Das Moorhuhn, das gab es ja direkt so das Spiel. Auch auf CD damals. Hast du schon mal Jetpack Joyride gespielt, natürlich. Jetpack Joyride musste man auch mal zocken, auf jeden Fall. Flash Engine betrieben wird, noch vor dem eigentlichen Genre des Spiels. The Binding of Isaac ist eines der größten Spiele des vergangenen Jahrzehnts gewesen, weshalb man, denke ich, nicht abstreiten kann, dass Flash Games einen sehr großen Einfluss auf die komplette Gaming-Landschaft hatten. Niemand kann aber fucking Happy Wheels das Wasser reichen, wenn es um Überschwemmungen an Videos geht. Jedenfalls ein Flash Game, das eigentlich so ziemlich jeder Gaming-YouTuber der letzten Jahre irgendwann mal gespielt hat. Es wurden nun mal lustige Witze aus den kranken Szenarios gemacht, die in diesem Spiel vorgefallen sind, und den Leuten gefiel es. Flash Games profitierten des... Man muss halt auch sagen, dass auf YouTube die Videos über Happy Wheels übel abgegangen sind. Ne, da hat ja auch, ich glaube, PewDiePie, der ist doch da auch mit, der ist doch damit ziemlich bekannt geworden. Unter anderem, weil er das mega gespielt hat. Und auch Paluten und alle möglichen YouTuber, ne? Die haben eigentlich, alle Gaming-YouTuber haben schon mal Happy Wheels gezockt. Dass sie Sachen machten, die keine... Ja, hast du schon mal Pflanzen vs. Zombies gezockt? Nee, normaler große Spielekonzern so umsetzen würde. Oder wer würde sein Geld in ein Game stecken, in dem ein weinendes Baby mit seinen Tränen gegen Scheiße schießt? Ich auf jeden Fall. Flash Games waren einfach ein wunderbares Mittel, um für die Konsumenten, also wahrscheinlich Kinder, die im Computerunterricht nichts Besseres zu tun hatten, eine spaßige Zeit für umsonst zu bieten. Und andererseits für kreative Köpfe, sich einfach, ohne viel Geld aufbringen zu müssen, ihre Vision umzusetzen. Und wenn die Vision es ist, mit einem Cowboy-Kaktus eine Level zu absolvieren, dann soll es so sein. Schade, dass diese Zeit wohl erstmal sein Ende gefunden hat. Den Anfang vom Ende hat wohl dieser Mann hier eingeleitet. Vielleicht kennt ihr ihn. Ja, es ist. Als das iPhone angekündigt wurde, offenbarte Jobs, aber man muss aber sagen, Steve Jobs erlebt ja nicht mehr, ist ja traurig. Sich der Welt eine völlig neue, revolutionäre Methode der Unterhaltung. Kinder von heute gehen nicht mehr an den PC der Eltern, um Piraten besiegen zu spielen. Sie gehen in den App Store und holen sich Roblox. Abgesehen davon hat schon das erste iPhone den Flash-Player nicht mehr unterstützt, obwohl Flash zur damaligen Zeit gerade an seinem Peak war. Es kam so ein lauter Aufschrei dagegen, dass Steve Jobs persönlich einen offenen Brief verfasst hat, mit Gründen, den Flash-Player nicht zu supporten. Gründe waren unter anderem, dass der Player Adobe gehört, einfach zu hacken sei und den Akku zu schnell leer macht. Und mit diesem Shift vom PC zum Handy als bevorzugtes Medium starb Flash... Schande. Wir haben das Steve Jobs zu verdanken, dass Flash Games jetzt am Arsch sind. Langsam aber sicher immer weiter aus. Viele Browser unterstützten den Flash Player nicht mal mehr und die meisten entwickelten auch gar nicht mehr damit. Adobe hat also 2017 bereits angekündigt, dass der Flash Player Ende 2020 seine Unterstützung seitens Adobe verliert, und um ehrlich zu sein, habe ich das erst jetzt so richtig realisiert. Meine Kinder sollen nicht ohne WM-Elfmeter 2010 aufwachsen. Die Ära der Flash Games hat ein Ende gefunden und ich denke, jetzt wäre nochmal der richtige Zeitpunkt, um seine alten Lieblings-Flash Games zu spielen, denn bald habt ihr nicht mehr die Möglichkeit dazu. Es ist nicht so, dass die Spiele heutzutage noch irgendwie... Ey, das ist eine Schande, wirklich. Also ich finde, das ist ein Armutszeugnis. ...entspannt interessieren oder irgendwie gezockt werden, aber ich weiß nicht. Alter. Das Matt, macht mich trotzdem irgendwie traurig. Seiten wie Spielaffe werden natürlich nicht komplett verschwinden, da dort auch Spiele sind, die nicht mit Flash programmiert wurden, aber es wird nie wieder dasselbe sein. Ruhe in Frieden.
So Leute, vielen Dank, dass ihr euch dieses Video hier bis zum Schluss angeguckt habt. Ja, Party ist egal. Flash Games sind so eine Sache, die denke ich mal nicht nur mich in meiner Kindheit begleitet haben, weshalb ich da unbedingt nochmal drüber rede. Das ist das größte Standard-Billo-Game, was es jemals gab und jeder hat es schon mal gezockt. Ich weiß noch, das war glaube ich auch mit eines der ersten, also so ähnlich, ne? Das war eines der ersten Spiele, die ich jemals gespielt habe auf einem Handy. Und das war von meinem Bruder seinem Handy. Das war so ein Klapp-Handy, so ein altes. Und da war das Spiel drauf. Das war mega geil. Alter, da habe ich gesuchtet, ich weiß es noch. Wollte, bevor sie endgültig verschwinden. Außerdem muss ich dazu sagen, dass mein letztes Spielaffe-Video, das ja mittlerweile eines meiner bekanntesten Videos ist, schon ein wenig in die Jahre gekommen ist und ich finde es auch, um ehrlich zu sein, gar nicht mal mehr so gut. Deshalb passt es, dass das Thema, sage ich mal, nochmal ein wenig aufgefrischt wurde auf dem Kanal. Falls ihr euch mehr für das Thema interessiert, kann ich euch das Video vom guten Spiele NATO ans Herz legen, der das ganze Thema nochmal ein wenig mehr auf Humor beleuchtet hat, sage ich mal, ist oben auf dem i und in der Beschreibung verlinkt. Das hier war das letzte Video vor Weihnachten, also wünsche ich euch schon mal ein frohes Fest, haut herein und... Diese Spiele auf diesen Plattformen sind absolut wild gewesen.